OPC beginnt mit einer Kapsel. Nehme ich zwei Kapseln, wird mein Blut verdünnt, nicht zerstört, aber es kommt viel Gift raus. OPC macht das Blut dünner. Tausendmal gesagt, nie wirklich belegt. Schauen wir mal rein. Man kann sagen, zu viel Hämatokrit, das ist die Gesamtheit der Blutzellen, macht das Blut dickflüssiger. Das heißt, es gibt Aufschluss über die Fließfähigkeit des Blutes. Daher spielen die roten Blutkörperchen schon eine sehr entscheidende Rolle. Neben den Thrombozyten, die für die Gerinnung zuständig sind, zum Beispiel bei einer Schürfwunde, und zum Beispiel Vitamin K. Es gibt tatsächlich eine Studie zu Pycnogenol. Und Pycnogenol und den roten Blutkörperchen. Viele verwirrt Pycnogenol, so heißt, beziehungsweise so hieß früher OPC, Proanthocyanidide. Doch dieser Name der Proanthocyanidide hat sich wissenschaftlich durchgesetzt. Gemessen wurden die Anisotrophie, das heißt trivial, die Kristalleigenschaft, wie bei einem Eiskristall. Wenn dieser abnimmt, wird er flüssiger. Naja, und genau das passiert mit den Membranen antiproportional. Je mehr OPC, desto weniger kristallin waren sie und desto flüssiger wurden sie. Einen schönen Nebeneffekt war jener, dass die Formation durch Radikale der Membranoberfläche, hier Wasserstoffperoxid, deutlich geschützt wurde durch das OPC und damit die Hämolyse, das heißt die Aufspaltung der roten Blutkörperchen, deutlich gesenkt werden konnte. Grenzen der Studie? Dieses wurde im Reagenzglas durchgeführt. Keiner weiß, wie viel bei der oralen Einnahme von OPC tatsächlich ankommt und sein Werk verrichten wird. Meine persönliche Meinung, OPC, vermutlich hat es eine Auswirkung auf die Fluidität des Blutes. Nur zu welchem Ausmaße, das kann nicht genau gesagt werden. Eine Woche hast du Power, nach einer Woche Pestizide, Herbizide, Schwermetalle, alle synthetischen Stoffe kommen raus und dann kann der Körper wieder atmen, bedeutet OPC. Ich denke, es ist ein Rückschluss darauf, dass der Körper nun befähigt ist, jene Stoffe besser abzutransportieren. Was sicher nicht abwegig ist, durch die oben wahrscheinlich Modifikationen der roten Blutkörperchen und des Endothels, das heißt der Arterienwand. Ergänzungen: OPC weist von sich aus keinerlei chelatierende, das heißt schwermetallbindende Wirkung auf. Dafür fehlt ihm unter anderem das Schwermetallatom, wie es zum Beispiel Glutathion aufweist. OPC entgiftet. Zweitens, was macht OPC? Schützt das Körpergewebe. Es sind viele Leute, die haben schwache Arterien. Manche Leute haben gesagt, ja Franz, ich habe Aneurysma auf meinem Hauptschlag, alles so ein Ballon. Wenn der platzt, bin ich in 6 Sekunden tot. Andere haben Kopfaneurysma, kleine Äderchen sowie kleine Luftballonen. Andere haben Bauchaneurysma. Aneurysma bedeutet, die Ader ist schwach. Es gibt eine Studie, nehme ich jetzt eine Kapsel OPC, habe ich nach 24 Stunden die Widerstandsfähigkeit meiner Blutgefäße verdoppelt. Warum? OPC nimmt Vitamin C und baut die Kollagenfaser in die Arterie ein. Am besten sieht man wo, Krampfader. Zwei Schlagwörter, schützt das Körpergewebe plus Aneurysma. So, was ist ein Aneurysma? Es ist eine krankhafte Wucherung einer Arterie. Auch gibt es Hinweise, wie in einem meiner letzten Videos erklärt, zu OPC und Strahlungen allgemein, dass OPC ähnliche Wirkung zeigt wie der Arzneistoff Amplopidin, der den Blutdruck senkt durch Blockierung der Calciumkanäle. Das heißt, wenn der Körper den Blutdruck erhöht, sind die Arterien nicht elastisch, denn das Herz muss jetzt mehr pumpen für die gleiche Blutmenge in steifen Arterien. Durch OPC wurde das Herz klar entlastet, sehen wir hier in der Studie, sogar mehr als durch den Arzneistoff, was vermutlich auf eine positive Modifikation der Arterienwand, beziehungsweise des Endothels, zurückzuführen wäre. Das könnte man sich jetzt so auslegen, wenn man beachte, dass die Hauptursache eines Aneurysmas eben eine Elastizitätsdefizit des Endothels ist, das heißt der Arterienwand. Der Hauptrisikofaktor ist das Rauchen. Und was macht das Rauchen so schädlich? Die Zusatzstoffe und deren Radikalbildung. Schauen wir uns die Wirkung von Radikalsenkungen auf die Arterien des Gewebes einmal an. Bei OPC sehen wir hier deutlich in A, B, C schwarz ist die Treatment Group mit OPC. Dass diese wieder gesunken sind, ist zur Blutdruckgruppe hier im Vergleich ganz klar erkennbar in Grau. Und auch die körpereigenen Antioxidantien werden an der Arterienwand erhöht, sehen wir hier in D und E. Wir sprechen hier aber schon von einer Protektion der Arterienwand durch Radikalhemmung durch OPC.
und damit Senkung vor dem Hauptrisikofaktor für Aneurysmen. Grenze der Studie: möglicherweise könnte die Wirkung bei gesunden Säuglern schwächer ausfallen. Nun geht es aber darum, dass Kollagen schneller eingebaut wird mit Vitamin C. Schauen wir uns das Ganze mal an, was passiert bei höheren Gaben in lebenden Organismen mit der Kollagensynthese. Durch Vitamin C sehen wir hier eine Akzeleration des Kollagens durch Vitamin C. Okay, das passiert so, eine Beschleunigung. Auch in einer Studie von 2018 konnte dies beobachtet werden. Durch fehlen immer noch viele menschliche Studien, die es wirklich 100% kausal beweisen können. Jetzt war aber die Rede von OPC und Vitamin C verstärken sich. Das Gute ist, dass Säugetiere ihr eigenes Vitamin C bilden, in der Leber aus Glucose. Und daher immer mehr als genug davon haben. Und wenn jene jetzt OPC bekommen, welche zu hohem Blutdruck zum Beispiel hatten, was passiert dann? Danke sehr fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nein, Spaß, das machen wir dann zu Ende. Schauen wir uns dieses Bild hier an. Weiß in der Kontrollgruppe und grau in der Gruppe mit Bluthochdruck. Und schwarz ist die Bluthochdruckgruppe plus OPC. Ja, in Bild B und E sehen wir, dass es zum Abbau der Arterienwand geführt hat und durch OPC wieder begradigt wurde. In den anderen Bildern sehen wir, dass das Dickenwachstum durch das OPC wieder in den richtigen Normalwert reguliert wird. Anscheinend ist es nicht auszuschließen, dass OPC eine Wirkung auf die Wiederherstellung der Normalparameter einer Arterie auffasst und veranlasst. Sehen wir uns das mal bezüglich Kollagen an, dann sehen wir, dass die OPC-Gruppe das Kollagen nach unten reguliert hat, anstatt nach oben reguliert hat. Hat Robert Franz jetzt Unrecht? Jein. Was vollkommen richtig ist, dass Aneurysmen auftreten bei gestörtem Kollagenstoffwechsel oder halt bei Schädigungen durch freie Radikale. In der Studie geht es um Hyperplasie, welches als Wucherung von Gewebe bezeichnet wird. Und genau genommen kann man es in Zusammenhang bringen mit Hyperplasie, Wucherung von Gewebe mit Aneurysma. Das heißt, es wird eher zu viel Kollagen verbaut, anstatt zu wenig, denn das Gewebe wuchert ja. Daher ist es genau genommen andersherum, meiner Meinung nach, wie Robert Franz sagt. Nichtsdestotrotz, was wir hier gesehen haben in der Studie, reguliert das OPC jetzt immer in den Normalbereich wieder. Daher könnte OPC tatsächlich dabei helfen. Vermutlich. Schauen wir uns die Verzehrempfehlung einmal an. Mit einer Kapsel, nehme ich zwei Kapseln, wird mein Blut verdünnt, nicht zerstört, aber es kommt viel Gift raus. Eine Kapsel enthält im Bestfall, es kommt darauf an, welche Größe er gerade wählt, 0 oder 00, 350, 400 oder halt 750, 800 ungefähr. Ja? In der Studie wurde aber 250 Milligramm verwendet. Pro Kilogramm beim Säuger. Das heißt, bei mir circa 18 Gramm am Tag, ja, sprich circa über 40 Kapseln am Tag. Ja, bei mir circa 75 bis 80 Kilogramm Körpergewicht. Kein Zweifel, OPC hat seine Wirkung, wir verkaufen es ja auch selber und auf liposomaler Basis, aber muss man immer die Verzehrmenge aus den Studien auch beachten, bei dem die positive Effekte dementsprechend auftrat. Vielleicht kommt ja bald Infusionen oder die dann einiges vielleicht sogar bewirken könnten. Ja? Daher setzen wir momentan auf liposomale Basis die Aufarbeitung des OPCs. Aber jeder sollte seine eigene Erfahrung meiner Meinung nach machen. Und ich habe versucht, einiges hier zu verifizieren oder halt eben auch nicht, weil mir das einfach ein bisschen gefehlt hat. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr solche Videos mögt, würde ich das einmal genauestens unter die Lupe nehmen, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Ich würde mich sehr freuen, aber Daumen nach oben von euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr informiert werdet, wenn das neue Video kommt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, euch gleich zu sehen auf vitasomal.de. Meine liposomalen Supplements und wir haben auch Tees und würde mich freuen, euch da gleich wieder zu sehen und den Kanal dabei zu unterstützen. Dankeschön.